Dieses 12-jährige Mädchen veränderte die Welt der Wissenschaft für immer. Hi, ich erzähle aktuell jede Woche eine Story aus meinem neuen Buch, weil ich sonst nichts Besseres zu tun habe. Und weil die Storys einfach ziemlich cool sind. Das hier ist Mary Anning. Im Alter von 12 Jahren fand sie das 6 Meter große Skelett eines Ichthyosauriers. Das war 1812 an der Jurassic Coast in England und damals wusste man noch gar nichts über die Welt der Urzeitechsen. Doch bei dem einen Fund sollte es für Mary nicht bleiben. 1821 entdeckte sie das Skelett eines Plesiosauriers, ein Fischsaurier, der bis zu 15 Meter lang werden konnte. Für die Ausgrabung brauchte sie 10 Jahre. Sie arbeitete mit größter Geduld, einfachstem Werkzeug und komplett ohne Hilfe von außen. 7 Jahre später fand sie dann sogar noch das erste Skelett eines Flugsauriers. Damit gilt Mary Anning als die erste Paläontologin der Welt, obwohl sie nie studieren durfte. Denn als Frau war ihr der Zugang zu Universitäten oder der Geological Society streng untersagt. Doch Mary brachte sich das Wissen über ihre Fossilienfunde einfach selbst bei und wurde so zu einer der angesehensten Persönlichkeiten der Wissenschaftsgeschichte. Für mehr solcher Mindblowing Stories, hol dir mein Buch.